Ich bin jedes Mal überrascht, wenn man Menschen im Flugzeug oder im Zug trifft, an der Bushaltestelle oder in der Mensa, wenn man jemanden im Büro sieht oder nach Hause einlädt und über diverse Dinge geredet wird. Irgendwie navigiere ich mich selbst dorthin, der Person die Frage zu stellen: Was denkst du über das Leben? Als Antwort kommt häufig: Was meinst du damit? Ganz einfach, das Leben. Was denkst du darüber? Was denkst du, ist der Sinn des Lebens? Die Antworten sind verblüffend. Intellektuelle Menschen, gebildete Menschen, religiöse Menschen, eigensinnige, arrogante und reiche Menschen, weiße und schwarze Menschen, Deutsche, Österreicher, Schweizer, Franzosen, Amerikaner, Staatsoberhäupter, Diplomaten, Sportler und Prominente, Menschen, von denen man annimmt, sie hätten etwas drauf. Sie hätten eine gewisse Klarheit in dieser einfachen Frage. Doch wenn man sie fragt, was der Sinn des Lebens ist, kommt plötzlich eine Stille. Die Person zögert. Es folgt keine direkte Antwort. Da besinne ich mich selbst und erinnere die Person daran, dass das keine religiöse Frage ist. Es ist keine philosophische Frage. Auch keine Fangfrage. Es ist eine ganz einfache, unverblümte Frage. Und wenn du sie nicht beantwortet hast, wenn du dich mit ihr nicht befasst hast, wenn du ihre Antwort nicht genauso parat hast wie deinen Namen, wenn du danach gefragt wirst, dann hast du ein gewaltiges Problem. Du solltest über diese Frage nachdenken, dich mit ihr auseinandersetzen. Denn jeder Mensch hat das Bedürfnis, diese Frage zu beantworten. Zumindest für sich selbst. Und die Frage muss objektiv beantwortet werden, nicht subjektiv. Im Sinne von, ich denke, das wird schon so passen. Oder, für mich besteht der Sinn darin. Es geht hier um den Sinn des Lebens der gesamten Menschheit. Denn wenn ein Mensch beginnt, über diese Frage nachzudenken, diese allumfassende Frage, man kann sich hier nicht nur auf sich selbst beziehen. Denn es gibt auch andere Menschen, die am Leben Anteil haben. Wenn wir beginnen, auch über andere nachzudenken, andere Länder, andere Völker, andere Umstände oder andere Ideen, fangen wir an, die Welt zu sehen, wie sie ist und nicht, wie man sie sich selbst ausmalt. Und es beginnt eine Veränderung. Wir fangen an, aus dem eigenen Quadrat hinauszutreten und so manche andere Betrachtungsweise zu entdecken. Wenn man diese Frage noch nicht beantwortet hat, dann sollte man nach Hause gehen, den Fernseher ausmachen, das Smartphone weglegen und nur mit sich selbst über diese Frage nachdenken. In völliger Ruhe, für 10, 20 Minuten, über den Sinn des Lebens nachdenken.